Schlagerstar Andrea Jürgens war am Freitag zu Gast im Famila Einkaufsland in Oldenburg. Lieder wie Mama Loren oder Wir tanzen Lambada sind unvergessliche Schlagerhits. Doch berühmt wurde Andrea Jürgens bereits als Kinderstar in den 70er Jahren. In Bechleu war die Freude dann groß, als Andrea Jürgens für ihre Fans zum Greifen nah war und jedem Autogramme gab. Seit sie den ersten Hit hat, als 12 oder ich weiß gar nicht, 11, 12, 13 war sie da in Dieter Thomas Heck Hitparade. Und seitdem finde ich sie einfach immer noch toll und ich höre ja jetzt, dass sie immer noch ganz gut im Geschäft ist. Naja, also mir gefällt sie. Die ist so natürlich und ich habe sie sofort erkannt. Ja, ich mach die einfach. Ich bin schon seit Andrea angefangen hat hier zu singen, 1977 Fan und richtig im Fanclub seit 1993. Ich bin extra wegen Andrea angereist von Magdeburg. Wir sind ja eigentlich von Rostock und sind hierher gezogen. Und vorher haben wir es heimlich mal im Fernsehen gesehen. Aber wenn wir sie sehen konnten, sie, Heinche, das waren unsere Welt. Seit 30 Jahren steht Andrea Jürgens auf der Bühne und begeistert schon die Kleinsten für ihre Musik oder zumindest für ein Autogramm. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Es hat mich gefreut, dass ich heute mal auf Sendung sein konnte bei Ihnen. Und bis bald mal. Tschüss.